Für den 1. FC Saarbrücken geht es im Moment in dieser Saison nur noch ums Überleben. Ein Absturz in die Oberliga Südwest hätte weitreichende Konsequenzen und darüber will im Moment auch überhaupt niemand reden beim FCS. Insofern war die TSG Hoffenheim heute nicht unbedingt ein dankbarer Gegner, denn die wollen ein anderes Kapitel möglichst schnell abschließen, nämlich das Thema Aufstieg. Möglicherweise heute ein wichtiger Schritt im Ludwigspark. Wie es gelaufen ist, sagt Ihnen Karl-Heinz Roland. Auf geht's in ein ganz wichtiges Spiel. Die da rechts, die wollen raus aus der Liga, Hoffenheim. Und links die Saarbrücker wollen drin bleiben. Eine spannende Angelegenheit für die Zuschauer im Ludwigspark. Und schon vor der Partie gab es eine wichtige Personalentscheidung. Marc Birkenbach, der 20-jährige Saarländer, zum ersten Mal im Tor. Ihm galt wohl dieses Transparent nicht, von einigen Fans hier hochgehalten. Birkenbach kam vor 3 Jahren zum 1. FC Saarbrücken, stammt eigentlich aus Bildstock. Und sie hat sich eingeschworen auf eine wichtige Partie, auch für die Blau-Schwarzen. Mustafa Hatschi zum ersten Mal dabei, genauso wie Tim Schwarz, 19 Jahre alt. Er kommt aus Geislautern, musste zum Einsatz kommen, weil Clément Hallé sich beim Aufwärmen verletzte. Der 1. FC Saarbrücken mit den ersten Aktionen nach vorne. Man merkte dem Team an, dass es wollte. Maier Saklik, der Torjäger, 15 Treffer hat er bereits gemacht. Jonathan Jäger ebenfalls erfolgreich. Saklik mit der ersten Möglichkeit, so nach 7 Minuten. Nicht verstecken, das war die Devise von Didier Philipp, selbst gegen eine so starke Mannschaft wie Hoffenheim. Saklik und auf der Tribüne Eamon Demé, er drückte seinen früheren Kameraden die Daumen, spielt ja jetzt beim 1. FC Kaiserslautern. Und Mustafa Hatschi zum ersten Mal nach seiner Sperre, nach den 4 Spielen, nach Pirmasens wieder dabei, mit vollem Einsatz. Er zeigte Vorbildcharakter als Kapitän des 1. FC Saarbrücken. Das hatte Didier Philipp auch von seinem Star erwartet, vom 35-jährigen Mustafa Hatschi. Dann der 1. FC Saarbrücken mit einer Ecke. Kurz gespielt, Gebhardt und Mustafa Hatschi, Risiko vollgenommen im Tor. Daniel Haas, der 23-Jährige, kam von Hannover 96 sozusagen mit Rangnick. Hier noch einmal die Aktion, nicht ganz voll getroffen, diesen Volley-Schuss von Mustafa Hatschi, aber ein Auftakt nach 12 Minuten nach Maß für den 1. FC Saarbrücken. Dann Salihovic mit dieser Ecke, Marc Birkenbach zum ersten Mal getestet, der junge Mann. Und dann ist man froh, wenn man auch mal einen so leichten Ball bekommt. Denn das war natürlich für ihn und für das gesamte Team eine Belastung. Er erhielt also den Vorzug vor dem 43-jährigen Peter Eich. Dann Schrecksekunde beim 1. FC Saarbrücken. Marc Birkenbach hatte sich eine Zerrung zugezogen, konnte aber weitermachen. Gut so für den 1. FC Saarbrücken. Ralf Rangnick wollte mehr von seinem Team sehen in der ersten Halbzeit. Aber Saarbrücken bestimmte die Anfangsphase. Und hatte die nächste Möglichkeit. Maier Saklik nach diesem Pass von Mansour Assoumani, dem zentralen Abwehrspieler des 1. FC Saarbrücken. Maier Saklik wollte natürlich heute sein Tor machen, wollte natürlich auch für die Mannschaft spielen. Manuel Hornig kämpft um den Ball, das war deutlich zu sehen. Dann klasse gespielt von Mustafa Hatschi auf Jonathan Jäger. Der auf und davon und ein Foul von Daniel Haas. Ganz klare Sache, 11 Meter. Und für alle im Stadion war klar, das kann eigentlich nur die rote Karte geben. Hier, aufgepasst. Daniel Haas, der Schlossmann, Jens Lehmann, lässt freundlich grüßen. Das muss eine rote Karte geben. Aber der Schiedsrichter entschied sich für Gelb. In diesem Fall Christian Leicher. Hier noch einmal. Ganz klare Sache. Das kann eigentlich nichts anderes geben als Rot und 11 Meter, wenn auch die Regelung vielleicht dumm ist. Mustafa Hatschi mit dem 1:0 für den 1. FC Saarbrücken. Aber man muss fairerweise sagen, eigentlich hätte ab diesem Zeitpunkt Hoffenheim in Unterzahl spielen müssen. Klasse gemacht von Mustafa Hatschi mit vollem Risiko, ohne Abwehrchance. Der Schlussmann Daniel Haas, die Fans natürlich mit diesem Auftakt zufrieden. Noch einmal Hatschi. Das war sein 5. Tor für den 1. FC Saarbrücken. Ein Elfmeter-Tor hätte natürlich der Mannschaft auch in Kassel gut getan. Er spricht Deutsch mit seiner Mannschaft.
Und er, Didier Philipp, französisch. Beide wollen allerdings den Erfolg. Der 1. FC Saarbrücken mit einer starken Anfassphase. Salihovic, der Mann für die ruhenden Bälle. Und die nächste Möglichkeit, in diesem Fall von Michael Zeppek für Hoffenheim. Eigentlich die erste Chance für das Top-Team der Liga, für die Mannschaft, die in die zweite Liga will. Der 1. FC Saarbrücken mit den besseren Möglichkeiten. Auch wir nach diesem Freistoß vom Linksfuß von Marco Gebhardt, Jonathan Jäger und Meyer Sacklick. Meyer Sacklick auf Jonathan Jäger. Der Franzose auch heute wieder schnell und stark. Im Abschluss fehlt ein bisschen das Glück. Ein 2:0 hätte natürlich Sicherheit gebracht für den 1. FC Saarbrücken. Die Mannschaft spielte wirklich stark, das muss man sagen. Marc Birkenbach, der DFB-Auswahlspieler mit einer guten Leistung. Dann wieder Meyer Sacklick, Mustafa Hatschi. Achtung, aufgepasst, Hatschi! Das war ja schon Kunst auf dem Rasen vom 35-jährigen früheren Weltfußballer aus Afrika. Noch einmal diese Aktion. Keiner kommt an den Ball. Er spielt sie trunken, seine Gegenspieler, aber das Tor fehlt. Und das wäre die Krönung für diese Superleistung gewesen. Applaus auch vom Chef für diese Aktion von Mustafa Hatschi. Dann plötzlich wieder Hoffenheim. Copado, Keller abgelegt. Und was für ein Teil zum 1:1. Das gibt es ja gar nicht. Salihovic heißt der Mann. 42. Spielminute. Hereingeflankt von Mesic. Und dann Keller. Schauen Sie, wie der das Ding auflegt. Das gibt's ja gar nicht. Und dann Salihovic. Das 8. Tor des Bosniers. Das 1:1. Kurz vor der Pause. Das war natürlich ein Schock. Aber man muss sagen, das war natürlich auch ein super Tor von Salihovic. Vom 21-Jährigen, der von Hertha BSC Berlin gekommen war. Zweiter Durchgang, vom Schiedsrichter angepfiffen, mit der ersten besseren Möglichkeit für den 1. FC Saarbrücken. Natürlich war das Team geschockt. Mansour Asamani, der kämpft um den Ball. Da sieht man, dass sie wollten, dass sie ihre Chance nutzen wollten. Jonathan Jäger, ein Tick zu spät gegen Daniel Haas. Nächste Möglichkeit für den 1. FC Saarbrücken. So in der 49. Spielminute. Es war eine Menge los. Hier noch einmal. Klasse mitgenommen. Mit der Brust. Und dann kommt er einen Tick zu spät. Und dann ist Daniel Haas da der Schlussmann, der klären kann. Dann wieder die Gäste. Copado. Aufgelegt. Für Keller die nächste große Chance. Es ging hin und her, es gab eine Möglichkeit auf der einen und wieder eine auf der anderen Seite. Ein richtig gutes Fußballspiel, muss man sagen, bis zu diesem Zeitpunkt. Dann der 1. FC Saarbrücken, Jonathan Jäger und Daniel Haas. Foul, der Schiedsrichter pfeift. Jetzt kann es eigentlich nur noch eines geben, Gelb-Rot, oder? Auch in diesem Fall entscheidet sich Christian Leicher, der Schiedsrichter, für den Schlussmann der TSG Hoffenheim, gibt einen Freistoß hier. Haas holt Jonathan Jäger von den Beinen. Da gibt es keine Diskussion. Nach Rücksprache mit dem Assistenten entscheidet aber Leicher in diesem Fall auf Freistoß und nicht auf Gelb-Rot. Also weiter 11 gegen 11 im Park. Der Freistoß brachte nichts ein. Kopfschütteln auch bei Didier Philipp. Dann wieder die TSG. Jetzt stärker wurde. Der 1. FC Saarbrücken hatte viel investiert in diese Partie. Copado mit der Möglichkeit. Der kleine Francisco Copado, der 32-jährige Spanier, der im August von der Frankfurter Eintracht gekommen war. Torjäger. 11-mal hat er bereits getroffen. Dann Mike Franz für den 1. FC Saarbrücken. Eine klasse Leistung auch heute wieder. Mit einer Knieverletzung war in die Partie gegangen. Dieser 20-Jährige, der aus Neunkirchen gekommen war. Und Achtung, aufgepasst, sagt Ralf Rangnick. Und der kennt sich aus bei den Standards. Achtung auf die 6. Jonathan Jäger. Meyer Sacklick kommt da zu spät und hümpert ebenfalls der zentrale Mittelfeldspieler des 1. FC Saarbrücken. Dann wieder Copado. Und Latte! Das zeigt Ihnen, wie toll dieses Spiel war, das muss man sagen. Beide Mannschaften haben nach vorne vieles investiert. Und dieser klasse Lattenknaller von Francisco Copado noch einmal aus dieser Perspektive. Dann Meyer über die rechte Seite. Und Mesic in der Mitte.
und vergeben diese Riesenchance von Mirnes Mesic, dem 28-jährigen Bosnier. Jetzt hatte plötzlich die Spitzenmannschaft, die TSG Hoffenheim, ihre Chancen und nutzte sie auch, wie Mirnes Mesic in der 82. Spielminute 15. Saisontor gleichgezogen mit Nagorny und Saklik. Und was bedeutet dieses 2:1? Bundesliga 2 kann kommen für die TSG Hoffenheim. Die Entscheidung in dieser Partie war gefallen. Noch einmal in der Schlussphase. Meier, Copado jetzt, klasse gespielt auf Tomislav Maric. Und er macht das 3:1 aus der Sicht des 1. FC Saarbrücken, das 1:3, damit die endgültige Entscheidung. Noch einmal dieser klasse Pass von Copado und das Tor von Maric. Der Jubel bei Hoffenheim, die Mannschaft ist sozusagen in der zweiten Liga angekommen. Enttäuschung beim 1. FC Saarbrücken und Daniel Haas, der Torwart von Hoffenheim, zeigte sich als Vierer Gewinner. Ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich nach der zweiten Aktion gelb-rot bekommen, hätte ich mich nicht beschweren dürfen. Und es wäre natürlich ein absolut schlechter Dienst an der Mannschaft gewesen. Von daher bin ich froh, dass es nicht so gewesen ist. Aber andererseits tut es mir für die Saarbrücken auch leid, dass dadurch vielleicht auch der Klassenerhalt in Gefahr ist. Aber na gut, so ist der Fußball. So ist Fußball. Eigentlich hat der 1. FC Saarbrücken ganz gut gespielt, aber am Ende lagen sie im Park mit leeren Händen da. Roman Bonnier. Ja, so ist das leider Gottes aus Sicht des 1. FC Saarbrücken. Die anderen haben die Freude und ich freue mich, dass jetzt beide Trainer im Ludwigspark für uns zugeschaltet sind, Didier Philipp und Ralf Rangnick. Und zunächst einmal die Frage an den Trainer des 1. FC Saarbrücken, Didier Philipp. Die erste Halbzeit so toll gespielt, auch noch Teile der zweiten Halbzeit. War das heute einfach nur der falsche Gegner? Hatten Sie die Mannschaft jetzt auf dem Stand, wo Sie sie wollten? Also wir haben sehr gut angefangen. Wir haben eine Stunde lang sehr gutes Fußball gespielt. Aber leider haben wir das 1:1 vor der Halbzeit kassiert. Und davor haben wir zwei sehr gute Chancen. Leider das 2:0 nicht getan. Und dann, wenn wir auch die Stärke von Hoffenheim kennen, ist es immer gefährlich. Und das haben sie in den 20 letzten Minuten gezeigt. Ja, der 1. FC Saarbrücken hat in den letzten Minuten, das muss man auch sagen, wenn man die Statistik hineinschaut, manche Spiele verloren. Hätten da noch ein paar Grundlagen irgendwann in der Pause gelegt werden müssen oder war es jetzt am Ende so eine Nervensache? Ja, das sind so ein paar Sachen, wo spielen. Das ist auch Nervensache. Leute, die auch lange nicht gespielt haben, ich denke jetzt an Hadji oder Hornik, die 4 Wochen oder 5 Wochen nicht gespielt hatten, aber ein gutes Spiel geliefert haben. Da fehlt vielleicht am Ende noch die Kraft. Aber das sind auch Leute, die so wichtig für die Mannschaft sind, die kann man nicht so rausnehmen, weil sie sind kreativ und wir wollten ja unbedingt heute das Spiel gewinnen. Und das hat sich in der 82. Minute gedreht. Man muss auch sagen, wie der Torhüter von Hoffenheim auch vorher erzählt hat, das hat sich auch so, hätte ein bisschen rot kriegen und hätte sich vielleicht das Spiel anders gedreht. Ja, wäre sicherlich auch verdient gewesen. Ich denke, die Belege haben wir jetzt geliefert. Noch ein Wort zu Ihrem eigenen Torwart. Sie haben sich für Marc Birkenbach entschieden. Was hat den Ausschlag gegeben? Der hat die ganze Woche gut trainiert und ist gut drauf, ist ein Junge von uns. Und einen Tag muss er sich auch zeigen und das war heute der Fall. Ja, jetzt haben Sie dieses Spiel verloren. Die Abstiegsgefahr ist natürlich nicht kleiner geworden. Jetzt wartet Elversberg in der nächsten Woche. Das wird wieder so ein Schlüsselspiel. Und man weiß ja, dass manchmal bei schwierigen Situationen Vereine auch mal zu Panikreaktionen neigen. Da werden Sie jetzt sicher nichts dazu sagen können. Aber aus Ihrer Sicht hier, haben Sie das Team noch so in der Hand, dass Sie glauben, dass der Klassenerhalt möglich ist? Ganz klar. Okay, das ist eine klare und gute Antwort. Und was werden Sie jetzt tun in dieser Woche? Denn Elversberg kann völlig befreit aufspielen. Ja, das wird ein schweres Spiel. Die Elversberger spielen mit weniger Druck als wir. Aber wir haben unsere Qualitäten. Wir kennen die Stärke von Elversberg auch. Und es wird schon zur Sache gehen. Noch weiß man ja nicht so richtig, wo man spielt. Ob in Elversberg oder in Neunkirchen. Haben Sie da irgendwelche Wünsche? Im Saarland sowieso. Das ist schon mal das Wichtigste. Ganz kurz zum Schluss nochmal, auch nach so einer Niederlage. Haben Sie etwas gesehen oder was nehmen Sie aus diesem Spiel trotzdem noch mit, wo Sie sagen, da können wir drauf aufbauen? Ja, wir haben trotzdem
sagen wir, eine erste Halbzeit sehr gut gespielt. Wir haben auch mit guten Jungs gespielt. Ich denke jetzt an Birkenbach oder auch an Tim Schwarz auf die rechte Seite, was das erste Spiel getan hat. Ja, und da muss man weiter drauf arbeiten. Und wir wollen ja jedes Spiel, wir spielen immer für die drei Punkte zu gewinnen. Da muss man jetzt nach Elversberg fahren und fresh spielen. Und es kann immer was für uns gut machen. Auch ein bisschen Glück haben. Wir haben die letzte Zeit das Glück nicht gehabt. Ja, da muss man dran immer glauben. Immer glauben. Didier Philipp, ich hoffe, dass die Leistung sich konservieren lässt für den Rest der Saison, was wir heute in Ansätzen gesehen haben, und dass der SFC Saarbrücken am Ende drin bleibt. Herzlichen Dank, alles Gute in Ludwigspark. Vielen Dank. VfB Stuttgart 2 gegen Kaiserslautern 2, gestern Abend 3:2. Pfullendorf-Elversberg und Darmstadt gegen Aalen haben wir Ihnen gezeigt. Reutlingen gegen 60 München 2:2. Pirmasens gegen Wehen haben Sie gerade gesehen. Ingolstadt gegen den Karlsruher SC 1:1. Da haben wir die beiden Tore vorbereitet. Das 1:0 in der 29. Minute für den KSC fiel durch Erich Strobel. Schöner Drehschuss. Und der Jubel natürlich berechtigt. Und dann war es schon in der zweiten Halbzeit. Hier sehen Sie noch einmal die Zeitlupe. Und das ist dann der Ausgleich durch Andreas Buchner in der 62. Minute. Also KSC gegen Ingolstadt 1:1. Saarbrücken-Hoffenheim, wie gesehen, Sportfreunde siegen gegen Kassel 1:2. Und Bayern gegen die Kickers erst morgen. Wir blicken auf die Tabelle. Dort sehen wir den Meister Wehen, 62 Punkte, oder den Aufsteiger Wehen, Meister, wäre noch was drin. Hoffenheim auf Rang 2, Stuttgart dann mit 10 Punkten Rückstand auf dem dritten Platz. Und dann schauen wir über allen Kickers und Ingolstadt auf den siebten Platz, wo die Elversberger jetzt gesichert liegen. Kassel mit gleicher Punktzahl, Reutlingen ist 9. mit 40 Punkten. Und dann im zweiten Abschnitt sehen wir den ersten FC Saarbrücken mit 34 Zählern. Und wenn Sie dann nach unten schauen, da sehen Sie, dass das ganz, ganz eng ist. Und dass da dringend noch Punkte her müssen, will man nicht den Pfälzer-Teams Pirmasens und Kaiserslautern und einem Dritten in die Oberliga folgen. Ja, nächste Woche, wie gesagt, wird das Saarland-Derby gegen Elversberg gegen den 1. FC Saarbrücken. Das wird das große Thema natürlich dann am Nachmittag in dieser Sendung auch sein.